Ich würde Wenn, das hast du nicht doch gesehen, erklären. dass wenn die gegen ein Hindernis gekommen sind, sind die doch drüber gesprungen. Hast du das Video nicht angeguckt? Das war, glaube ich, also was du jetzt meinst, die sind einfach ihren Ablauf weitergegangen. Also sprich, die jetzt haben doch diesen Ja, ich Tanz oder weiß. sowas gemacht und das haben sie einfach wieder wiederholt die ganze Zeit. Ah, oh, das kann natürlich sein. Wir haben kein Metal Grip mehr. Aber trotzdem ist es eine Basic AI, wenn du so willst. Es ist zwar keine so schlaue AI. Ich würde sagen, es ist Nicht einfach mal nur ein wirklich eine Typ, der AI, ist einfach nur programmiert. ein Skript wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem. Ist wahrscheinlich nicht mal eine AI. Nee, ich glaube, das kann man noch nicht als AI bezeichnen. Ja. Ich habe eine Idee. Lass uns doch einfach mal die Definition von AI googeln. Da jetzt! Metten, der Dingens kackt ab. Der Eben Server, nicht. wenn du jetzt auf Desktop gehst. Ich bin Speicher nicht auf dem Desktop, vorher. ich bin in den Steam-Browser. Ist doch in Ordnung. Künstliche Intelligenz ist ein Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Das wollte Was? ich nicht wissen. Pinocchio-Thema ist, okay. Was? Dann google ich jetzt. Ah, hier. Künstliche Intelligenz, Englisch Artificial Intelligence, ist ein Teilgebiet der Informatik. Welches mit der Blablabla? Also, was ist? Steht hier irgendwo eine grobe Umreißung? Allgemein bezeichnet künstliche Intelligenz oder KI den Versuch, eine menschenähnliche Intelligenz nachzubilden. Daher einen Computer zu bauen oder so zu programmieren, dass diese eigenständig Probleme bearbeiten kann. Also war das keine AI oder KI. Oftmals wird damit auch eine effektvoll nachgeahmte, vorgetäuschte Intelligenz bezeichnet. Insbesondere bei Computerspielen, die durch meist einfache Algorithmen ein intelligentes Verhalten simulieren sollen. Kevin soll auch ein intelligentes Verhalten Ja, simulieren. ich finde eine ganz schön gute KI. Ja. Wieso kann ich nicht den Der Assembler ist nicht benutzen? gut. Ja, du kannst nur den linken benutzen. Das ist irgendwie nicht in Den Ordnung. hier? Ne, den anderen linken. Den, ja, den, wo du jetzt drauf bist. Ich kann beide nicht benutzen. Doof? Huch, was ist denn hier los? Kevin, kann ich mir aufhören zu laufen? Hä? Übelster Trip hier gerade. Du hast mich gerade fast Alles umgebracht, Kevin. ausgegraut, also keine Ahnung. Kann Ja, nichts dann ist anfangen. da kein Erz drin in dem Rechten. Was geht mit dir, Mann? In den rechten, da ist übelst viel Herz drin und da habe ich erst alles Nein, reingeballert. in dem anderen, da wo den ich meinte gerade, da muss das Also ich an. kann Sachen produzieren. Ich Ja. kann Sachen produzieren. Was willst du denn produziert haben? Ah, jetzt, bei dem geht's jetzt auf jeden Fall. Komischer Oh. Bahnhof. Erstmal heilen, Junge. Bloody screen so real und so. Bitte, ich. Ja. Pass auf. Ich finde, die sollten auch Wettereffekte einfügen. Wie stellst du dir das vor? Nachregen. Wie stellst du dir das vor? Mann, das ist doch der Witz an der Sache gerade. Weil ich gerade so dachte, als ich Bloody Screen gesagt habe, fehlen nur noch Scheibenbücher, weißt du, um das Blut wieder abzukratzen vom Visier. Und dann dachte ich mir so, Wettereffekte. Was machst du denn hier, Kevin? Ich pack das in den dazugehörigen Sag bloß nicht, Strang. du sortierst jetzt. Doch? Oh nein! Aber wie sortierst du? Auf der einen Seite kommen Erze und die Endprodukte und auf der anderen Seite kommen dann so Komponenten und Dann Tools? Wo sind jetzt Erze drinne? hier unten rechts. Hier. An der anderen. Oh. Mann, was ist denn hier heute los? Und auf der anderen Seite machst du dann. Also so assembelte Scheiße und. Was kommt da drüber hin? Weiß ich noch nicht, der Kampfmaschine ist noch What nicht mal the fertig. fuck? Was Ich denn? bin. Bist du tot? Nee, ich wollte mein Schiff gerade nur einen Meter wegfliegen und auf einmal ist mein zweiter Bohrer weg. Guckst du hier, hast du das Thruster? Die Ah. machen doch Schaden, du Bob. Ja, da drüben wollte ich es gerade umbauen. Du hast es noch nicht gemacht. Nein! Ich hab's vergessen. Ach, du Bob. Aber weißt du, was mir auch so eine Workshop-Krankheit, sagen wir jetzt einfach mal, ist? Diese ganzen Konstruktionen, die da drinne sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Mühe so komplett oder dass alle scheiße sind, aber dass sie nicht survival-tauglich sind, weißt du? Das ist ein bisschen scheiße, weil alle halt die Thruster sind drinnen in Boxen. Wie bei Ja, all den viele mögen die Schiffen, die. Option nicht, weil
wie sie dann halt nicht mehr was nachbauen können und sowas alles. Ja, aber roll nicht rum, sag ich dann einfach, weißt du? Ist halt nun mal. Ich finde, im Survival gehört es dazu, dass. Ich auch. Ich meine, im Creative ist mir scheißegal, was man da macht, weißt du? Oh, der Container ist gleich voll. Kann man die bauen, wie man will, aber das ist halt. Realismus, weißt du? Du kannst keinen Thruster in dem Schiff drinne bauen. Da gibt er dir keinen Schub. Auch nicht im Weltraum. Oder doch? Pff, nee. Aber das macht einfach keinen Sinn. Ich muss schon draußen sein. Und ich habe mindestens bei. Hier bei diesen. Zum Beispiel bei dem Jäger, den ich hier gezeigt hatte. Da hätte man die Thruster auch locker draußen anbringen können. Hätte zwar dann nicht mehr so schön ausgesehen wie vorher, aber. YOLO. Geht zumindest nicht kaputt. Ja, Seele. Nicht weinen. Möchtest du was, um deine Tränen zu trocknen, Seele? Hier. Das wird deine. Dass du deine Tränen trocknen. 3,24 Kilo. Gold Kilo. Alter. Gib wieder her, ich muss ihn wegbringen. Leg ihn da einfach hin, ich hol ihn gleich ab. Schön, du stehst mir ein bisschen im Weg. Oh, der ist ein bisschen dezimiert worden, glaube ich. Wirklich? Ja. Das sind nur 2 Kilo, weil ich ein bisschen was im Inventar hatte. Oh. Komisch, komisch. Dann hätte ich ihn gar nicht aufnehmen können dürfen. Keine Ahnung. Doch, mal, ist also egal, ist ja eh nur Gold. Momentan ist so, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen 10 Kilo Kumpen also vor sich hat und aber nur 5 Kilo Platz hat, nimmt man den kompletten Block auf und die restlichen 5 Kilo, die halt nicht mehr gepasst haben, die despawnen einfach. Das ist aber nicht schön. Mhm. Weißt du, was deinem Schiff fehlt? Was dann? Oh, ich wollte mal eine Tür hinstellen, aber. So. So. Habe ich hier. Warte. Geh weg. Nein, geh weg, ich da. Muss hier nehmen. Okay. Helft dir. Produktivität. Mal den Zuschauern so ein bisschen das Leben eines Seeles zeigen. So ein Dokumentarfilm wird es jetzt. Verstecke ich mich hier drüben in den Stein, um dich nicht zu stören in deinem natürlichen Lebensumfeld. Und dann rede ich mit einem australischen Akzent. Den ich nicht kann. Oh nein, wir wollen das geschehen. So, das brauche ich nicht. Das ist aus von dir aus. Oh, da geht er rein in die Basis. Ich frag mich, was er da drin tut. Wir müssen uns eine andere Position suchen, um den Seele besser zu. Oh! Oh! Besser beobachten zu können. Das sieht nach einer guten Position aus. Da kommt er wieder. Er hat uns nicht entdeckt. Da kommt er wieder rein. So. Wie ist ein australischer Akzent überhaupt? Wie sprechen die? Sprechen die überhaupt? Oder machen die Tiergeräusche wie die Schweden? Hm. Hey! Das ist nicht dein Ernst. Was denn? Was ist gestorben? Nein. Was dann? Ja, hier der. Der? Der macht ja alles, meine. Ich brauch. 8 kleine Stahlrohre. Ja. Haben wir die nicht noch in der Tasche? Wir haben die nur noch auf Tasche. Ja? Ja, ja. Ich hab eben das solche hergeschickt, glaube ich. Also sind noch welche da? Ich weiß nicht. Naja, weiß nicht, hast du die schon umgeräumt? Kein. Wenn nicht, ich hab oben in meinem Schiff welche. Okay. Wow. Ich hab die auch schon verarbeitet hier in die Treppen, aber ich bin nicht sicher. Ja, also. Ich hol schon. Ja, ich will mein Schiff sowieso umparken. Ja, ich habe hier noch 150 Stück drinne. Was? Fühl dich ungezwungen und fass alles an. Wieder nehmen, ja, okay. Danke. Kein Problem. Bro. Nee. Warte. Lol. Irgendwie sind alle Thrusters incomplete. Hm. Hm.
Das ist nicht so gut. Tschüss! In welchem hat das schon mal das? Na, das war dann der Meteorit, denke ich mal, ne? Nee, also ich muss sie alle schon mal abgebaut haben. Ich weiß nur, dass ich von da die Medbay auseinandergebaut habe, um meine zu reparieren. Lol, ist ja in Ordnung, ich habe ja eine. Seht, das habe ich damit auch fertig gebaut. Ah, jetzt ist es. Haben wir da irgendwo einen Motor rumgammeln? Hier oben bestimmt. Warte mal. Jetzt helf mir mal einer hier schnell die ganze Scheiße aus meinem Cargo-Container zu holen, bitte. Mein Inventar ist noch voll. Na, dann mach schnell leer. Nimm mich schon auf den Weg. Bro! Ist dein komisches Chip am Rum. Ja. Am Rumschweben oder was? Übelst am Rumflattern gerade, die Scheiße. Ach halt. Ach nee, ist jetzt auch egal. Ein Thruster funktioniert noch. Hätte der nicht funktioniert, dann hätte ich auch keinen Schub gekriegt. Hopp, vorgedrängelt. Ich komme, Mabel! Platz habe ich nicht. Es fliegt jetzt nicht so schnell weg. Aber es fliegt halt weg. Hast du eigentlich schon die Folge hochgeladen, wo wir fragen, warum die unser Let's Play angucken? Keine Oder was Ahnung. Sie an unserem Let's Play mal meisten mögen? Wann haben wir denn das gefragt? Weiß ich nicht, letzte Aufnahmesession. Was ist das? Oh wow, die Löcher sind aktuell auch doch gespeichert, Kevin. In meinem Mining Hall ist auch ein Riesenloch oben noch drin. Ich dachte, das wäre schon gewesen, als ich da vorbeigeflogen bin. Nee, nee. Oder nicht einfach mal gegen smacken müssen, so. Nichts gegen smacken! Das hat schon so gut wie keine Geschwindigkeit mehr. Hat nur noch 0,1 Meter die Sekunde. Braucht's nicht mehr gegen schmecken. Lol. Das ist schon richtig runtergehandelt. Ach, da müssen wir bald Schluss machen. Die Festplatte ist bald voll. Lol. Na, ja, ich muss auch weit. Hol dir nochmal einen anständigen Aufnahmeraum, Kevin. Mir wird die ganze Zeit angezeigt, dass ich 45 jetzt gerade Frames habe, aber. Da steht File hinter mit 10 Frames, also hoffe ich, ich bete, dass die Aufnahme nicht verlaggt ist. Deine Aufnahme ist voll mit 10 Frames, yay! Oder einfach Mirelis, eine gecrackte Version von Mirelis. Nee, du, ich crack Programme nicht. Ach ja. Müsste aktuell sogar noch eine Lizenzaufladung haben von meinem Dienst. Also du könntest aktuell eine Version von mir haben, glaube ich. Müsste eine haben noch. Aber? Es gibt kein Aber, ich bin mir halt nur nicht sicher. Es gibt immer ein Aber. Deine Mutti. Deine Mutti kennt immer ein Aber. Aber Karl! Na, ist mit Hüten 5. War ganz baff, als es rauskam. Oh, jetzt bin ich einmal gegen geditscht. Oh oh. Ah, jetzt ist es leer. Fantastisch. Wollten wir das nicht irgendwie mal... Ich will das jetzt disassemblen, yo. Ah. Oh oh. Wir assemblen jetzt noch mehr Zeug. Oh, oh, das habe ich jetzt alles. Okay. Da war ganz viel Zeug noch drin, also jetzt nicht so viel, aber... Aber? Zeug. So. Baue ich hier noch das Uran aus dem Ding, sind alles gut. Wir irgendwo noch einen Motor rumgammeln? Ja hier oben. Im großen Cargo-Container. Oder ich hab schon umgeräumt, oder? Mal gucken. Nee, ich glaub nicht. Da ist kein Motor drin. Ich glaube einfach einen von Kevin. Ja, der hat genug. Kann ruhig ein bisschen teilen. Der hat 21 gehabt. Ja. Gehabt! Wir können ja mal sein Schiff ausräumen. Und dann haben wir alles hier an einem Ort gesammelt. Okay, zweiter Bohrer ist ready. Dann können wir erstmal hier. So, und jetzt? Jetzt sammeln wir alles wieder. Jetzt. Berg. Okay, lass uns Hände schütteln. Komm her. High five. High five, okay. Bro five. Mm. 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 Mm.